Im Anschluss Neues aus Waldheim. Mit dem Hotelchef Herrn Gamsrockel aus dem nördlichen Tirol und Kai K. aus der Generation Praktikum. Herr Bürgermeister, waren Sie beim Friseur? Friseur? Na, Friseur, na. Ich gehe schon lange nicht mehr zum Friseur. Ist ja viel zu teuer. Kostet ja teilweise so ein Herrenschnitt, kostet ja bei uns im Dorf 10 Euro. Na, na, nicht mit mir, gell? Wenn mir die Haare so lang werden, mache ich jetzt immer Chemotherapie. Ist halt die Krankenkasse, gell? Ist ein bisschen anstrengend für den Körper, aber schaut einfach verdammt gut aus. Als Bürgermeister musst du auch der schönste Mann im Dorf sein, verstehst? Ja, wo die Sonne der Ästhetik niedrig steht, werfen auch bucklige lange Schatten. Was? Herr Bürgermeister? Ja? Ich möchte mich beschweren bei Ihnen. Aha, warum denn? Nach der Wahlparty waren Sie vollkommen betrunken. Ja. Sie hatten kaum mehr Blut im Alkohol. Ja. Und haben trotzdem darauf bestanden, dass wir mit dem Auto nach Hause fahren. Ja, richtig. Sie haben sich angeschnallt und mir haben Sie es verboten. Ja. Mein Gott, was mir da alles hätte passieren können. Es trifft nie Unschuldige. Und merke, Praktikanten sind ersetzbar, Bürgermeister nicht. Herr Bürgermeister. Ja? Sie haben vor der Wahl versprochen, mehr Demokratie wagen. Was ist denn jetzt damit? Ja, habe ich ja wohl umgesetzt. Ich habe ja mittlerweile 2 Mercedes, gell, als Dienstwagen. Was habe ich noch erlassen? Du weißt es auswendig, Kai, gell? Sag einmal. Das Kopftuchverbot. Richtig, für die Milchbäuerinnen. Dann das Recht der ersten Nacht für jede Frau im Dorf mit Ihnen. Ja, und seit 1.4.2008 nicht nur das Recht der ersten Nacht, sondern auch die Pflicht der ersten Nacht für jedes anständige Fräulein im Dorf. Und die Bauverordnung, die neue, haben Sie im Alleingang beschlossen? Ja. Sie haben die Sümpfe umgewidmet. Die Sümpfe sind jetzt Bauland. Ja, die Preise für die Sümpfe sind in die Höhe geschnellt, gell? Unglaublich. Was für ein Glück, dass die Sümpfe alle mir gehören. Und dann der furchtbare Praktikantenerlass. Na, falsch. Der Praktikantenaderlass. Jeder Praktikant verpflichtet sich, 5 Liter Blut am Tag zu spenden, gell? Aus dem mach ich dann eine Blutwurst. Fürs Bundesheer, für die Soldaten im Nachbardorf. Ist ein Riesengeschäft für mich. Gilt übrigens auch für dich, Kai. Seit Gamsrockel an der Macht ist, werden die Bewohner von Waldheim regelrecht ausgeblutet. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe mir gestern mit der Axt auf den Finger geschlagen und es kam kein Blut mehr raus. Herr Gamsrockel, ich bin wieder da. Wo warst du denn, Kai? Ja, wo war ich? Blut abnehmen lassen, wie immer, beim Frauenarzt im Dorf. Sehr brav. Du, wieso sagt man eigentlich Frauenarzt? Und nicht einfach Ärztin? Ist doch viel kürzer. Ha, naja, leck mich am Arsch, Kai.